Kesari Asana ist die Stellung des Löwen. Kesari heißt Löwe. Und im Yoga sagen wir öfters, brülle Om wie ein Löwe und blöke nicht wie ein Schaf. Es gibt verschiedene Variationen des Löwen. Löwe heißt auch Simhasana und Narasimhasana. Und Judith wird den Löwen im Fersensitz zeigen. Setze dich also auf die Fersen, komme zum Fersensitz. Knie dich dabei auf den Boden. Dann gib die Hände auf die Knie, die Handflächen nach oben, strecke die Finger aus, hebe den Kopf leicht hoch, strecke die Zunge raus und schaue dabei nach oben. Ziehe dabei auch die Augenbrauen etwas nach oben, runzele die Stirn leicht und fühle dich stark wie ein Löwe, alle Schwierigkeiten des Lebens brülle weg von dir. Ja, dies war das letzte Video einer Reihe von Videos zusammen mit Judith. Und weil das der Abschluss dieses Videodrehs ist, werden wir gleich dreimal zusammen OM singen. Vorher noch ein paar Hinweise. Immer wenn dir ein solches Video gefällt, klicke doch auf Daumen hoch oder gefällt mir. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast oder Ergänzungen oder Verbesserungen oder du über etwas mehr weißt, schreib es doch in die Kommentare. Dieses Video ist Teil des Yoga-Vidya-Asana-Lexikon. Vermutlich etwa 5500 Videos zu allen bekannten Asanas mit deutscher und Sanskrit-Bezeichnung. Du findest diese im Yoga-Vidya-Übungskanal auf YouTube. Und du findest das auch auf mein.yoga-vidya.de. Noch mehr Erläuterungen zu all diesen Asanas findest du auf wiki.yoga-vidya.de. Sicherlich mit Abstand die größte Seite über alle Aspekte des Yoga. Die wichtigsten Asanas sind auch beschrieben und angeleitet in der Yoga-Vidya-App, die es für Apple, iPhone und iPad gibt, wie auch für Google, Android und damit die meisten Smartphones. Und wenn du diese und andere Asanas lernen willst, besuche doch eine Yogalehrerausbildung bei Yoga Vidya. Geh in die Yoga Vidya Stadtzentren oder die Yoga Vidya Ashrams. Und gerade wenn du intensiver üben willst, ist ein Ashram-Aufenthalt gut. Nimm dort an beiden Asana-Stunden am Tag teil und du wirst merken, wie schnell du Fortschritte machst. Ja, Judith, Eduard hinter der Kamera und Sukadev wünschen dir viel Freude beim Yoga und wir wollen jetzt dreimal OM singen und ein Segensmantra für deine gute Yoga-Praxis. OM 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 Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute Om Shanti Shanti Shantihi Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Bolo Shri Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai. Om Namah Shivaya und danke dir und einen schönen Nachmittag. Dankeschön. Danke.